In unserem heutigen Artikel beschreibt Ernst Wolf, wie unser Finanzsystem künstlich am Leben erhalten wird. Nun gibt es so mehrere historische Meilensteine, die man kennen sollte. Unser Finanzsystem war das erste Mal in großen Schwierigkeiten 1998. Da musste es gerettet werden von mehreren Banken und der amerikanischen Zentralbank. Und zwar stand es da kurz vor dem Kollaps. Das hat allerdings 99,99% der Menschen haben das nicht gemerkt, weil das überhaupt nicht weiter kommuniziert wurde. Aber das war der erste große Einbruch. Der zweite große Einbruch ist dann im Zuge der Weltfinanzkrise erfolgt, 2007, 2008. Da waren die Schäden im Finanzsystem aufgrund der hohen Risiken, die eingegangen wurden, so groß, dass dann die Zentralbanken, also die Staaten, eingreifen mussten, um andere Staaten zu retten, um das ganze System aufrechtzuerhalten. Was man dazu wissen muss, ist, dass das Weltfinanzsystem eigentlich 2007, 2008 tot war. Also es ist wiederbelebt worden, es ist künstlich am Leben erhalten worden, und zwar von den Zentralbanken. Die Zentralbanken haben dazu zwei Möglichkeiten. Die können auf der einen Seite neues Geld schöpfen und auf der anderen Seite können sie den Leitzins festlegen. Also sie können den Zins festlegen, zu dem dieses Geld in die Wirtschaft gepumpt wird. Und um dieses Geld mit Macht in die Wirtschaft zu pumpen, muss man den Zinssatz immer weiter senken. Und das haben sie gemacht über die Jahre von 2008 bis 2020. Und die nächste große Krise, die haben wir dann gehabt im März, April 2020. Da ist dann der Zinssatz weltweit fast auf Null gesenkt worden, sodass wir jetzt in eine neue Periode eingetreten sind. Also die Zinsen können nicht weiter gesenkt werden. Von jetzt an kann nur noch besinnungslos Geld gedruckt werden. Die Zinsen können deswegen nicht weiter gesenkt werden, weil das globale Bankensystem mit Negativzinsen auf Dauer nicht leben kann. Also wenn es Negativzinsen auf Dauer gäbe, dann würden wir uns alle jeden Morgen einen Kredit holen und jeden Abend den Kredit wieder zurückzahlen und die Banken wären innerhalb von wenigen Tagen pleite. Also das geht nicht. Die sind da also an einem Endpunkt angekommen. Und dieses Gelddrucken, was wir jetzt sehen, oder dieses immer neue Geldschöpfen, was wir sehen, ist auch die Ursache für die gegenwärtige Inflation, die wir jetzt gerade erleben. Also uns wird ja von unserem Wirtschaftsminister erzählt, dass die Inflation im Moment etwas mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Das gilt also höchstens für 3 bis 5% der Inflation. 95 bis 97% der Inflation sind die Folge der ultra-expansiven und ultra-lockeren Geldpolitik. Also das hat also eigentlich kann man den Ukraine-Krieg da sogar vernachlässigen. Aber es gibt noch einen Faktor, der die Inflation ganz gewaltig angetrieben hat, und das ist Corona. Im letzten Jahr, also dieser beinahe Zusammenbruch des Finanzsystems 2020 ist ja nicht zufällig passiert, sondern der ist herbeigeführt worden, und zwar mit den Gegenmaßnahmen gegen Corona. Also diese ganzen Lockdowns, die da passiert sind, die haben dazu geführt, dass die ganzen Investoren plötzlich in Panik geraten sind und teilweise auch nicht in Panik geraten sind, sondern ganz eiskalt die Situation ausgenutzt haben. Weil was man wissen muss, auch wenn man sich im Finanzsystem nicht so gut auskennt, wer weiß, wohin die Märkte gehen, der kann verdienen, egal ob die Märkte nach oben gehen oder ob sie nach unten gehen. Und was wir erlebt haben im Zuge der Corona-Krise, ist die größte Vermögensumverteilung aller Zeiten. Also so eine Vermögensumverteilung hat es noch nie gegeben. Und wer jetzt meint, dass es zwischen Corona und dem Finanzsystem keine Zusammenhänge gibt, ich behaupte nicht, dass das eine wegen des anderen eingeführt wurde, aber es gibt den ganz, ganz eindeutigen und klaren Zusammenhang, dass das, was im Finanzsystem passiert, zu einem großen Teil auf das zurückzuführen ist, was im Rahmen der Corona-Krise an Maßnahmen ergriffen wurde. Und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist natürlich verheerend, weil es gibt einen Plan im Hintergrund. Also natürlich wissen die Leute, die an den Hebeln der Macht sitzen, dass dieses System am Ende ist. Wir sind also praktisch in die Endphase des bestehenden Geldsystems eingetreten und die arbeiten im Hintergrund natürlich schon seit Jahren an einem neuen System. Und dieses neue System, das sind digitale Zentralbankwährungen. Also das Ziel ist, dass jeder Einzelne von uns und jedes Unternehmen nur noch ein einziges Konto haben soll und dieses Konto soll bei der Zentralbank liegen. Die Kreditvergabe soll den Geschäftsbanken weggenommen werden. Die Geschäftsbanken sollen in Zukunft nur noch im Wertpapierhandel aktiv sein. Das ist natürlich ein riesiger Umschwung, aber an dem wird im Moment im Hintergrund und mit Hochdruck gearbeitet. Und ich empfehle allen Zuschauern, die sich da ein bisschen näher informieren wollen,
auf die Website des Atlantic Council mal zu gehen. Atlantic Council, und da gibt es einen CBDC-Tracker. Also CBDC für Central Bank Digital Currency, nur die Abkürzung CBDC und Tracker. Und da sind alle möglichen Informationen darüber, was im Moment gerade bei den digitalen Zentralbankwährungen passiert. Also es ist ganz interessant. Eingeführt sind sie bereits in 10 Ländern, darunter die Bahamas, also die Amerikaner haben es auf den Bahamas, haben sie einen großen Test laufen, dann inzwischen, was den meisten noch nicht bekannt ist, auch auf Jamaica und dann in der Ostkaribik, auf mehreren Inseln wie St. Lucia und Antigua. Da wird das Ganze ausprobiert. Es gibt aber noch viel weitere Tests. Es gibt auch afrikanische Länder, so wie Nigeria, da ist der E-Naira eingeführt worden. Dann gibt es im Himalaya das kleine Königreich Bhutan. Da ist auch die digitale Zentralwährung bereits eingeführt worden. Also da ist ungeheuer viel im Gang. Die Schweizer Nationalbank hat um Weihnachten herum einen Großtest mit Unternehmen durchgeführt. Also da wird an allen Ecken und Enden gearbeitet, um diese neue Währung einzuführen. Was bedeutet die neue Währung für uns alle? Wenn wir tatsächlich digitales Zentralbankgeld haben, dann ist das das Ende aller Demokratie. Das heißt nämlich, wenn wir alle nur noch ein Konto bei der Zentralbank haben, dann kann die Zentralbank uns individuelle Zinssätze zuweisen, individuelle Steuern erheben, die kann uns Strafzahlungen aufbürden, die kann uns von allen Finanzflüssen abtrennen, die kann uns aber auch an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild binden. Was bedeutet das? Unter normalen Umständen würden Menschen so etwas nicht akzeptieren. Also wenn jetzt die EZB rausgäme und sagen würde, wir führen in 3 Monaten digitales Zentralbankgeld ein, stellt euch mal alle darauf ein und meldet euch alle dafür an, da würde ein Großteil der Menschen sehr, sehr skeptisch werden, weil es würde sich sehr schnell verbreiten, dass man auf diese Art und Weise zu 100% vom Goodwill des Staates abhängig ist. Die Banken würden weiter existieren, aber die würden sich in andere Geschäftszweige dann, auf andere Geschäftszweige dann stützen. Also die würden dann zum Beispiel im Wertpapierhandel weitermachen, im Derivatehandel würden die weitermachen. Also da gibt es ja sehr viel. Aber natürlich haben sich die Investoren auch schon darauf eingestellt, dass den Banken diese Kreditvergabe weggenommen wird, weil das ist natürlich eine Haupteinnahmequelle immer gewesen. Aber man muss sich nur mal die Börsenkurse der großen Banken, also ich empfehle jedem, sich zum Beispiel den Börsenkurs der Deutschen Bank anzusehen, wie der in den letzten Jahren runtergegangen ist. Das hat alles damit zu tun, dass die in Zukunft nicht mehr bei der Kreditvergabe dabei sein sollen. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.